Aber dass Sie jetzt dem Bundestagspräsidenten noch nicht mal zuhören, wenn der zu Beginn der Sitzung Tagesordnungspunkte vorliest und wir die aufsetzen, das ist wieder eine neue Qualität. Da müssen Sie mal an sich selbst arbeiten. Das ist kaum noch zu toppen. Und gleich zu Beginn wurde es bei der Bundestagsdebatte am Donnerstag hitzig. Nach dem ersten Redebeitrag des Tages von AfD-Mann Bernd Baumann machte sich Unionspolitiker Michael Grosse-Brömer direkt im Anschluss über ihn und seine Partei lustig. Baumann hatte zu Beginn des Plenums einen Antrag der AfD gestellt, einen Punkt aus dem Tagesprogramm zu streichen. Es handelte sich um einen Antrag der Koalitionsfraktion zu dem Bundeswahlgesetz, über den am Vortag abgestimmt wurde. Baumann erklärte in seinem Eröffnungsplädoyer die Beweggründe seiner Partei. Ohne Ankündigung setzte die Regierungsfraktion gestern einen Antrag auf für die heutige Debatte. Er ermächtigt die Regierung umfassend mit einer Art Notverordnung, kann sie in sämtliche Wahlverfahren eingreifen, in denen die Parteien ihre Kandidaten für den Bundestag aufstellen. Wahlen sind die Herzkammer der Demokratie. Dieses Vorgehen heute ist eine Operation am offenen Herzen. Darüber müssen wir aber ausreichend reden, bevor wir im Bundestag einen solchen Demokratienotfall erklären. Wir müssen das in Ausschüssen debattieren. Nehmen Sie diesen übereilten Antrag von der Tagesordnung wieder runter, meine Damen und Herren. Denn plötzlich rücken mit dem heutigen Antrag so Dinge wie Briefwahl und digitale Abstimmung plötzlich in den Vordergrund. Die sind, wie wir wissen, manipulierbar. Niemand kann kontrollieren, wer zu Hause aus Briefe abschickt oder am Computer abstimmt. Daraufhin erhielt Michael Grosse-Brömer von der CDU-CSU das Wort. Einer der Wünsche, die ich so fürs neue Jahr hatte, war, dass unsere Redezeit nicht durch permanente unsinnige Geschäftsordnungsanträge der AfD permanent reduziert wird. Leider ist dieser Wunsch, wie wir heute sehen, schon in der ersten Sitzungswoche nicht in Erfüllung gegangen. Das ist schade, aber wir müssen damit umgehen. Die Argumentation mit der Briefwahl erinnerte mich so ein bisschen an Herrn Trump, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Leider wissen Sie ja wie immer nicht, wenn Sie hier stehen, wovon Sie reden. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob Sie gestern mitbekommen haben, dass der Bundestagspräsident den Punkt, den Sie heute kritisieren, hier vorgelesen hat, wir darüber abgestimmt haben und er deshalb Teil der Tagesordnung wurde. Ich meine, dass Sie hier parlamentarische Abläufe nicht verstehen, daran habe ich mich ein Stück weit gewöhnt. Aber dass Sie jetzt dem Bundestagspräsidenten noch nicht mal zuhören, wenn der zu Beginn der Sitzung Tagesordnungspunkte vorliest und wir die aufsetzen, das ist wieder eine neue Qualität. Da müssen Sie mal an sich selbst arbeiten. Das ist kaum noch zu toppen.